Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stellplatzvideo mit eurem Dackmobil. Wir sind noch immer in der Bretagne und stehen hier am Cap Ferrel in Plévenans auf einem wirklich schnuckeligen Wohnmobilstellplatz, der alles hat für ganz, ganz kleines Geld. Der Platz verfügt über offiziell 25 Stellplätze, aber ich würde mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kriegst hier an die 30 drauf. Weil heute war er 4/5 belegt. Wir haben aber mittlerweile schon 11 Uhr und die meisten sind schon gefahren. Du kannst hier kommen und gehen, wie du möchtest. Von der Uhrzeit gibt es da keine Begrenzung und du kannst hier zu jeder Tages- und Nachtzeit ankommen. Wir hatten heute Nacht um 12 auch noch das Vergnügen, neue Nachbarn zu bekommen. Das Cap Ferrel ist ja bekannt für seinen Leuchtturm und für sein Fort La Latte. Ich gehe mal mit dem Schirm einmal durchs Bild. Wobei wir uns hier in dem schönen kleinen Örtchen Plévenans befinden. Da gibt es auch das ein oder andere Lokal. Apotheke habe ich gesehen. Ich glaube, ein Bäcker war auch da. Meine Abendrunde ist gestern dem Regen zum Opfer gefallen. Wir waren aber gestern zum Leuchtturm gefahren mit dem Fahrrad, sind von hier 3 Kilometer und du kannst da oben wunderbar wandern. Ist auch ein schöner Spaziergang. Schaut in das Video von unserer Bretagne-Reihe. Da seht ihr dann, was es hier rundherum alles zu entdecken gibt und wo wir hier noch weiter hinfahren. Bis zum Fort haben wir 4,5 Kilometer und entsprechende Wanderrouten sind hier vorne, wenn ihr hier auch euch die Beine vertreten wollt, angeschlagen. Da könnt ihr euch wunderbar daran orientieren. Grillen mit offenem Feuer ist hier verboten. Wir befinden uns hier in einem Naturschutzgebiet, aber das müssen wir ja gar nicht drüber reden. Und auch die Hunde sollten, wie gesagt, an der Leine geführt werden. Die Nacht war ultra ruhig. Es fährt hier zwar mal ein Auto vorbei, es gibt dahinter nur noch vereinzelte Höfe und den Leuchtturm. Es gibt kein Dorf, also Durchgangsverkehr, Berufsverkehr war hier so gut wie gar nicht gegeben. Wenn ihr auf den Platz gefahren kommt, ist der erste Stellplatz für Behinderte vorbehalten, extra ausgeschildert. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine Ladestation für E-Autos. Diesen Bereich müsst ihr frei halten. Der ist reserviert für 2 Elektroautos, weil wir hier auch die Ladestationen entsprechend haben. Ansonsten zeige ich euch direkt, ist auch nochmal hier vorne markiert, der Untergrund ist geschottert, gut verdichtet. Es regnet hier, seitdem wir in der Bretagne sind, mehrfach täglich. Manchmal nicht zu knapp, manchmal nur Genieselgepiesel. Ihr habt rundherum verteilt und auch in dem hinteren Bereich, wo die Bäume stehen, gemütliche Picknicktische mit diesen Bänken dran, diese Dreierkombination. Da haben wir eine stehen. Vielleicht zeigen wir die mal ganz kurz, aber die kennt ihr ja auch. Da haben wir sie. Wir sind im Fernsehen. Wir werden gerade von fernsehguckenden Menschen bestaunt. So macht man Fernsehen. Und dann müsst ihr aufpassen, nicht, dass ihr denkt, wenn ihr da drüben steht, ihr habt hier einen Grünstreifen. Das ist ein kleiner Kanal. Also das ist ein Abwasserversickerungskanal hier fürs Regenwasser. Da könnt ihr mit dem Stühlchen ein bisschen absacken. Der Platz ist hier in dem unteren Bereich etwas gerader, glaube ich. Hier sind keine Keile im Einsatz. Da oben haben wir fast alle Keile benutzt. Und schwer zu übersehen, wo wir stehen. Und ansonsten kommen wir jetzt gleich zur Anmeldung und zur Ver- und Entsorgung, weil das ist alles hier. Ich muss nur wieder warten, bis da frei ist. Und dann kann ich euch jetzt schon sagen, das gibt ein Fazit von den Mülltonnen. Bonjour. Heute machen wir es andersrum. Das ist eine wunderbar anfahrbare Grauwasserentsorgungsrinne, ausreichend groß, entsprechend Gefälle, kannst du gut ablassen. Und direkt daneben haben wir unser Multifunktionsterminal. Ha, das Wort liebe ich jetzt schon. In verschiedenen Sprachen. Wir haben hier
Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Französisch. Voilà! Und das Ganze ist ein Touchscreen. Hier, wenn du heute die erste Nacht hier bist, hier, wenn du verlängern willst. Und dann führt er dich durchs Display bis nachher zur Kartenzahlung, die aber nur mit Kreditkarte geht. Anders könnt ihr hier leider nicht bezahlen. Und deutsche Kreditkarten müssen eingeschoben werden, können nicht vorgehalten werden. Aber das ist ja nicht schlimm. Dann könnt ihr hier, bekommt ihr ein Ticket. Das müsst ihr sichtbar in eurem Wohnmobil in die Scheibe legen. Abends gegen 18 Uhr kommt der Kontrolleur, Inspekteur, der Kontrolleur. Hast du kein Ticket, hier mit Malheur. Und na, ich bin heute besser drauf als gestern. Und ihr bekommt noch ein Billett, also eine Rechnung dazu und wenn ihr wollt, eine Quittung. Der wirft euch dann 2 bis 3 Schnibbelchen aus. Sollte es ein Problem geben, gibt es auch eine Notfalltaste, aber es gibt hier kein Problem. Auf der anderen Seite, achso, ich habe gar nicht gesagt, was kostet, ne? Ratet mal. Ich warte mal ein paar Minuten. Schreibt es mal in den Kommentaren. Okay, 3 Euro plus 50 Cent Kurtaxe mit allem, was ihr da drin habt in eurem Wohnmobil. Also 3,50 die Nacht. Frischwasser kostet für 10 Minuten Wasserlaufzeit, kostet nochmal 5 Euro. Ich habe eben bei anderen gesehen, also da kommt auch nicht ein Pisselstrählchen raus, da kommt ein Wasserstrahl raus. Dann habt ihr hier den Anschluss für den Frischwasser, könnt ihr euren Adapter anschließen und daneben direkt die WC-Kassettenentleerung. Und wenn ihr spülen wollt, müsst ihr den Knopf hier an der Seite drücken, den ich immer suche. Und was meine Frau eben noch sagen wollte, der Kollege hat da mit seinem Abwasserstrahl seine Toilette gespült. Dann hast du direkt ein bisschen Spülmittel und so weiter drin. Jetzt kommt vielleicht der eine oder andere, das greift doch Kunststoff an. Ich fand die Idee gar nicht so schlecht, weil das, was ich mir in das Gesicht schmiert, das Seifchen, kann auch bestimmt den Kunststoff meiner Toilette hin und wieder ab. Ja, dann haben wir hier direkt noch die Müllentsorgung. 2 ausreichend große Container, die regelmäßig geleert werden und 2 Glascontainer. Also von daher. Gestern sah es etwas ordentlicher aus. Ich weiß auch nicht, warum alle ihre Billets hier hinter sich geworfen haben. Aber insgesamt ist es hier sehr sauber, sehr ruhig und wir haben hier einen schönen Regentag verbracht. Für das Kap zu erkunden und du kannst hier auch wunderbar Fahrrad fahren und wandern. Es ist eine sehr schöne grüne Gegend, umgeben dann halt rundherum von den Steilküsten. Es ist auf jeden Fall einen Tipp, den ich euch rate, anzusteuern. So, und jetzt gucke ich, dass wir ins Trockene kommen, weil Alfred hat keinen Schirm. Ich habe den. Und ganz schnell noch das Fazit. Der Platz hat meine Punkte und Alfreds auch für 3,50 Euro. Was will man mehr? So, und jetzt folgt uns ins nächste Video. Wir müssen weiterfahren. Ciao.